Demnächst verlässt Marc Weinmann und damit die Rolle Louis Ahrens die Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Schon seit Mai ist bekannt, dass Marc Weinmann Gute Zeiten, schlechte Zeiten verlassen wird. Aktuell äußert er sich im offiziellen GZSZ-Podcast gegenüber Moderatorin Lorraine Rahl zu seinen Beweggründen. GZSZ. Marc Weinmann ist bereit für neue Rollen. Ich bin seit 3 Jahren dabei, das ist eine lange und super schöne Zeit, so Weinmann. Er habe tolle Geschichten und ein tolles Team erlebt, aber ich bin jetzt 27 und bereit, auch etwas anderes zu machen. Ich bin bereit weiterzugehen. GZSZ-Comeback von Louis nicht ausgeschlossen, dass seine Rolle den Serientod stirbt, davon ist offensichtlich nicht auszugehen. Denn wie Weinmann erzählt, sei er nicht aus der Welt. Man weiß nie, was passiert, betont er, aber ich glaube, ich will schauspielerisch noch andere Rollen erleben. Der Schritt, sich für die Kündigung zu entscheiden, sei kein leichter gewesen, so Weinmann weiter, aber jetzt geht dieses erste Kapitel erstmal vorüber. Wie der Schauspieler erzählt, seien die Reaktionen auf seinen Ausstieg herzzerreißend gewesen, besonders die aus der Lumo-Community. Ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich ein paar Tränchen verdrückt habe, aber das ist doch das schönste Kompliment, das man für seine Arbeit bekommen kann. Mir tut es auch weh, aber es ist eben eine Entscheidung, die ich aus dem Herzen getroffen habe. GZSZ, Trennung bei Louis und Moritz? Doch werden sich Louis und Moritz, Lennart Borchert, wirklich trennen? Theoretisch wäre ja auch eine Fernbeziehung möglich. Für Lennart Borchert ist der Ausstieg seines Hauptspielpartners auch keine leichte Sache. GZSZ-Star Lennart Borchert über Marc Weinmanns Ausstieg. Ich war überwältigt und habe damit nicht gerechnet. Berichtete Borchert bereits vor einigen Wochen ebenfalls im GZSZ-Podcast. Ich werde ihn als Spielpartner und als Freund sehr vermissen. Wir haben jetzt so viel miteinander gedreht. Ich habe ihn immer angerufen, wenn ich Probleme hatte. GZSZ-Star Marc Weinmann spielt jetzt einen Soldaten. Marc Weinmann freut sich jetzt auf neue Projekte. Das erste ist bereits in vollem Gange. Aktuell spielt er einen Soldaten in einem Kriegsfilm. Mehr dazu lest ihr hier. GZSZ. Adam ist der neue Mann in Louis' Leben, wie wir aktuell in der Serie sehen können, hat Louis mit Adam einen neuen Mann kennengelernt. Mehr dazu lest ihr hier. Déjame llorar, déjame soñar contigo. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Te daré calor en la oscuridad si te falta abrigo. Qué bonito fuera si me quisieras tan solo un poco. Qué bonito fuera si me quisieras un poco más. Por esos ojazos, tu pelo suelto, tu piel morena, tu voz melodiosa, la más hermosa, qué guapa estás. Te envidian las flores, dan tus colores por tu cantar. Déjame sentir que soy tu señor, tu amigo. Déjame volar con el pensamiento a tu dulce nido.